Willkommen zurück bei meinem Let's Play von Madagaskar. Da haben wir ja zuletzt aufgehört. Was ist denn das Shuffleboard? Level gesperrt, ach ja, da muss ich erst die Mission fertig machen und dann könnte ich stundenlang Shuffleboard spielen. Wir machen jetzt erstmal hiermit weiter mit Pinguin-Materei. Okay, ich habe jetzt schon gedacht, die Quali spackt ab. Du bist ja zufrieden, Martin. Vielleicht bin ich das sogar. Vielleicht ist das ein gutes Einfangen, wo sie einen an aufregende Orte bringen und mit Geschenken und Liedchen überhäufen. Warum musst du immer so negativ sein, Alex? Oh, klar, das gute Einfangen. Ja, das ist die herrschaftlichste Kiste, in die ich je hineingestopft wurde. Die Leute in der zweiten Klasse tun mir echt leid. Hör mal, ich kann mich nicht daran erinnern, jemanden gedrängt zu haben, mit auf diese Reise zu gehen. Könntet ihr bitte damit aufhören? Das hier ist nicht gut für meine Bandscheibe. Würdet ihr Jungs jetzt mal aufhören? Wir müssen positiv denken. Ich finde es so cool, wie der Mann immer nur über seine Krankheiten und Probleme redet. Oh, das ist einfach toll. Psst. Aber ich... Psst. Was war das? Tja, ich war es jedenfalls nicht. In Ordnung, Leute. Aus den Zellen werden wir raus. Gehen wir unser nächstes Ziel an. Was ist unser nächstes Ziel, Skipper? Ach du Scheiße, ist die Stimme vom Private bescheuert. Wir kapern das Schiff und steuern es in Richtung Antarktis. Hat sonst noch jemand eine Idee? Ich persönlich würde noch den Kapitän und die Crew überwältigen. Ja, das meinte ich doch mit kapern, Kowalski. Ihr Jungs bleibt hier Kowalski. Und haltet die Stellung. Ich erkunde die Lage. Das heißt Kowalski. Ich gebe Bescheid, wenn ihr aufrücken könnt. Geh voraus, um einen Treffpunkt auszumachen. Dann ruf uns. Ja, ist gut. Okay. Also gut, ich darf nur nicht meine Nahkampfausbildung vergessen. Zuerst gegen diesen Seemann schlittern, indem ich Angriff drücke. Sobald er auf dem Boden liegt, drücke ich erneut Angriff und schlage ihn mit einem Karatehieb K.O. Mhm. Wie bist du denn? Jetzt habe ich dich! Okay, habe ich mir jetzt eigentlich irgendwie anders gedacht, aber... Keiner von diesen Idioten erkennt mein wahres Talent. Ich sollte der Kapitän sein. Ne, da kann ich mich nicht verstecken, glaube ich. Soweit, so gut. Ich habe den ersten Sammelpunkt erreicht. Jetzt muss ich die Käfigtür öffnen und dann kann ich mit Aktion die Truppe rufen. Okay, ich glaube, das können wir jetzt überspringen. Dieser Kran bringt mich auf eine Idee. Vielleicht kann ich damit die Wachen ausschalten. Das ist auch ziemlich lustig, wie ich die damit dem Kran einfangen kann. Das wird richtig spaßig. Vergiss es. Ich bekomme nicht genug Geld, um mich um sowas zu kümmern. Ach nee, halt hier.
Ich hab Höhenangst. Achtung! Daneben. Das kannst du nicht tun. Doch, kann ich schon. Das macht sogar Spaß. Also, sowas Dummes! Abwärts! Mensch! Vergiss es! Ich bekomme nicht genug Geld, um mich um sowas zu kümmern. Jetzt bleib doch mal stehen. So, und abwärts. Ich hab Höhenangst! Bin ich versichert. Macht nix, ich bring dich ja nicht um. Und ich brech dir auch nix. Los geht's! Und... Wie war denn das? Ich glaube, ich musste in eine Toilette rein. Ich muss die... Ich werde es gleich merken. Welche Seite liegt in Windrichtung? Backbord oder Steuerbord? Ach, ich bleibe einfach unter Deck. Ja, hä? Wieso geht das jetzt? Wieso geht das jetzt nicht? Ja, irgendwie kriege ich das jetzt gerade nicht hin. Ich frag mich, was wir geladen haben. Ich kann ohne meine Brille nicht sehen. Ich glaube, ich bin zu langsam. Kann das sein? Welche Seite liegt in Windrichtung? Backbord oder Steuerbord? Ach, ich bleibe einfach unterwegs. Na, ich kann die sogar wieder zumachen. Ja, dann machen wir das. Machen wir das auch gleich. Ja, eigentlich konnte ich doch die ganze Toilette überschwimmen. Also einmal probiere ich es noch, wenn nicht, dann halt nicht. Okay, es funktioniert, ich krieg's nicht hin. Ah, so war das, okay. Hä? Was war das für ein Geräusch? Oh, da ist es schon wieder. Irgendwas stimmt mit unserem Abfluss nicht. Ich mache das nicht sauber. Ja, ich würde es auch nicht sauber machen. Zu Hause hatte ich Vollpension und Freunde und ich konnte im Bett Kekse essen, Mann. Wir werden den
Funkraum einnehmen oder sterben. Marsch, marsch! Eine Kiste voller Bowlingkugeln, was für ein Glück! Und diese Wachen da drüben erinnern einen irgendwie an Kegel. Hm, ja. Aber dazu muss ich erstmal treffen. Ich frage mich, was zu Hause so nützlich ist. Ich bin keine Mieze. Ich bin Pinguin. Eine Kiste voller Bowlingkugeln. Was für ein Glück. Und diese Wachen da drüben erinnern einen irgendwie an Kegel. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie ich das machen muss. War ja irgendwie logisch. Los geht's! Und zackig! Marsch! 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 Ja, ist gut, Leute. Kameraden, helft mir mal mit dieser Leiter, ja? Oh, das wird richtig spaßig. Vergiss es. Ich bekomme nicht genug Geld, um mich um sowas zu kümmern. Lass mich los, schwebender Hand. Oh! Das kannst du nicht tun. Doch, kann ich. Also, sowas. Die Missionen mit dem Pinguin mag ich ja besonders gern, weil ich fand die Pinguine. Lass mich runter! Fand ich am besten. Lass mich los, Schwindler. Und Melman. Oh! Ja, aber die Pinguine sind schon irgendwie cool drauf. In Ordnung, Jungs. Alles bereit zum Vorstoßen. Kann ich das auch auf die drauf schmeißen? Ne, ja, geht sogar. Zwischen uns und dem Oberdeck befinden sich drei Tore. Benutze den Kran, um uns zu diesen Knöpfen zu bewegen. Wir machen dann die Tore auf. Willkommen zurück bei meinem Let's Play von Madagaskar. Ja, da haben wir ja zuletzt aufgehört. Was ist denn das? Shuffleboard. Level gesperrt, ach ja, da muss ich erst die Mission fertig machen und dann könnte ich stundenlang Shuffleboard spielen. Nee, wir machen jetzt erstmal hiermit weiter mit Pinguin-Materie. Okay, ich habe jetzt schon gedacht, die Quali spackt ab. Du bist ja zufrieden, Martin! Vielleicht bin ich das sogar. Vielleicht ist das ein gutes Einfangen, wo sie einen an aufregende Orte bringen und mit Geschenken und Liedchen überhäufen. Warum musst du immer so negativ sein, Alex? Oh, klar, das gute Einfangen. Ja, das ist die herrschaftlichste Kiste, in die ich je hineingestopft wurde. Die Leute in der zweiten Klasse tun mir echt leid. Hör mal, ich kann mich nicht daran erinnern, jemanden gedrängt zu haben, mit auf diese Reise zu gehen. Könntet ihr bitte damit aufhören? Das hier ist nicht gut für meine Bandscheibe. Würdet ihr Jungs jetzt mal aufhören? Wir müssen positiv denken. Ich finde es so cool, wie der Melman immer nur über seine Krankheiten und Probleme redet. Oh, das ist einfach toll. Psst,
Aber ich... Psst! Was war das? Tja, ich war's jedenfalls nicht. In Ordnung, Leute. Aus den Zellen werden wir raus. Gehen wir unser nächstes Ziel an. Und was ist unser nächstes Ziel, Skipper? Ach du Scheiße, ist die Stimme vom Private bescheuert. Wir kapern das Schiff und steuern es in Richtung Antarktis. Hat sonst noch jemand eine Idee? Ich persönlich würde noch den Kapitän und die Crew überwältigen. Ja, das meinte ich doch mit kapern, Kowalski. Ihr Jungs bleibt hier Kowalski. Und haltet die Stellung. Ich erkunde die Lage. Das heißt ich Kowalski. Ich gebe Bescheid, wenn ihr aufrücken könnt. Geh voraus, um einen Treffpunkt auszumachen. Dann ruf uns. Ja, ist gut. Okay. Also gut, ich darf nur nicht meine Nahkampfausbildung vergessen. Zuerst gegen diesen Seemann schlittern, indem ich Angriff drücke. Sobald er auf dem Boden liegt, drücke ich erneut Angriff und schlage ihn mit einem Karatehieb K.O. Wie bist du denn? Jetzt habe ich dich! Okay, habe ich mir jetzt eigentlich irgendwie anders gedacht, aber... Keiner von diesen Idioten erkennt mein wahres Talent. Ich sollte der Kapitän sein. Ne, da kann ich mich nicht verstecken, glaube ich. Soweit, so gut. Ich habe den ersten Sammelpunkt erreicht. Jetzt muss ich die Käfigtür öffnen und dann kann ich mit Aktion die Truppe rufen. Roger! Okay, Jungs, gehen wir! Marsch! Na, jetzt nimmst du. Sie ist grau und Merkur ist rückläufig. Abgesehen davon, Merkur hat es wie geschmiert. Sieht aus, als gingen wir durch das Rohr. Los, marsch! 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 Seemann? Da wäre ja Schneemann noch besser. Da komme ich nicht hoch, aber da komme ich hoch. Ich hoffe, mein Mädchen kennt mich noch. Los geht's! Okay, ich glaube, das können wir jetzt überspringen. Dieser Kran bringt mich auf eine Idee. Vielleicht kann ich damit die Wachen ausschalten. Das ist auch ziemlich lustig, wie ich die damit mit dem Kran einfangen kann. Das wird richtig spaßig. Vergiss es. Ich bekomme nicht genug Geld, um mich um sowas zu kümmern. Ach nee, halt hier. Ich hab Höhenangst. Achtung! Daneben. Das kannst du nicht tun. Doch, kann ich schon. Das macht sogar Spaß. Also, sowas Dummes! Abwärts. Mensch. Vergiss es. Ich bekomme nicht genug Geld, um mich um sowas zu kümmern. Jetzt bleib doch mal stehen. So, und abwärts. Ich hab Höhenangst. Bin ich versichert. Macht nix, ich bring dich ja nicht um. Und ich brech dir auch nix. Los geht's! Und... Okay.
geht's! Ach, wie war denn das? Ich glaube, ich musste in eine Toilette rein. Ich werde es gleich merken. Welche Seite liegt in Windrichtung? Backbord oder Steuerbord? Ach, ich bleibe einfach unter Deck. Ja, hä? Wieso geht das jetzt? Wieso geht das jetzt nicht? Ja, irgendwie kriege ich das jetzt gerade nicht hin. Ich frag mich, was wir geladen haben. Ich kann ohne meine Brille nicht sehen. Ich glaube, ich bin zu langsam. Kann das sein? Welche Seite liegt in Windrichtung? Backbord oder Steuerbord? Ach, ich bleibe einfach unterwegs. Na, ich kann die sogar wieder zumachen. Ja, dann machen wir das. Eigentlich konnte ich doch die ganze Toilette überschwimmen. Also einmal probiere ich es noch, wenn nicht, dann halt nicht. Okay, es funktioniert, ich krieg's nicht hin. So war das, okay. Hä? Was war das für ein Geräusch? Oh, da ist es schon wieder. Irgendwas stimmt mit unserem Abfluss nicht. Ich mache das nicht sauber. Ja, ich würde es auch nicht sauber machen. Zu Hause hatte ich Vollpension und Freunde und ich konnte im Bett Kekse essen, Mann. Wir werden den Funkraum einnehmen oder sterben. Marsch, marsch! Eine Kiste voller Bowlingkugeln, was für ein Glück! Und diese Wachen da drüben erinnern einen irgendwie an Kegel. Hm, ja. Aber dazu muss ich erstmal treffen. Ich frage mich, was zu Hause so nützlich ist. Ich bin keine Mieze. Ich bin Pinguin. Eine Kiste voller Bowlingkugeln. Was für ein Glück. Und diese Wachen da drüben erinnern einen irgendwie an Kegel.